Hallo und herzlich willkommen zur einzig wirklich multitaskingfähigen Sendung im deutschen Fernsehen. Die einzige Show, die gleichzeitig sexistisch, rassistisch und ableistisch innerhalb von nur 30 Minuten und dabei so unterhaltsam und informativ sein kann wie ein Markus Söder-Interview. Liebe Berufsempörer, spitzen Sie Ihre Tweetfinger, stellen Sie Ihre Dislike-Buttons auf Autofeuer und kommentieren Sie die Welt zu einem besseren Ort, während sich der pansexuelle Anorektiker Jan Böhmermann wieder von einem Fettnäpfchen ins nächste moderiert. Viel Vergnügen beim Neo-Magazin Royal. Kick it! Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 24. Das Leben ist kein Internet. Mein Name ist William Cohn. Heute zu Gast Thees Ullmann. Musik, Dendemann und die Freie Radikale. Fernsehen. Heute zu Gast ein fantastischer Indie-Musiker, bekannt geworden unter anderem mit Tomte, aber auch solo unterwegs, seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Jetzt unter die Buchautoren gegangen. Heute zu Gast Thees Ullmann hier. Oh mein Gott. Meine Damen und Herren, Ihnen wird das aufgefallen sein. So langsam fallen die Flüchtlinge von den Bäumen. Es wird Herbst in Deutschland. Der Spätnebel, er zieht langsam auf. Und wenn der Herbst kommt, dann ist es an der Zeit, Tschüss zu sagen zu den Plagegeistern des Sommers. Es ist wirklich wahr, immer wenn es kalt wird, sterben sie. Wespen, ein Riesenproblem in dieser Woche wirklich passiert hier bei uns im Team. Wir haben viele weibliche Mitarbeiter, selbst teilweise Männer bei uns sind eigentlich weiblich. Wir haben 80% Frauenquote im Neo Magazin Royal Team. Und wir sind natürlich um die Sicherheit unserer weiblichen Mitarbeiter bemüht. Und auf dem Rückweg von der Arbeit einer Mitarbeiterin in dieser Woche wirklich passiert. Sie geht hier die Rape Avenue in Köln-Ehrenfeld zur Bushaltestelle. Sie läuft da lang und auf einmal, sie guckt in den Busch und summt und denkt, da ist doch jemand, da verfolgt mich doch jemand, da ist doch jemand hinter mir her. Und tatsächlich wird unsere Mitarbeiterin überfallen von einer ums Überleben kämpfenden Wespe. Sie wird überfallen und gestochen, in den Bauch gestochen. Können wir, ist die Mitarbeiterin, sie wurde in den, da, in den Bauch reingestochen, ist richtig dick geworden, immer noch geschwollen der Bauch. Unglaublich. Und um ein bisschen Awareness zu schaffen für das Thema Wespenplage in Deutschland. Meine Meinung, ganz ehrlich, Wespen raus aus Deutschland. Raus mit Wespen. Raus mit Wespen aus Deutschland. Obwohl ich mag es ganz gern, wenn sich Wespen küssen. Hashtag der Woche. Der Hashtag der Woche lautet Kampfwespe. Kampfwespe ist der Hashtag der Woche. Und meine Damen und Herren, das zweite große Problem, mit dem wir als Volk, als Nation, als Zentrum von Europa dieser Tage zu kämpfen haben die Flüchtlingswelle. 1,5 Millionen Flüchtlinge werden in Deutschland erwartet in diesem Jahr. Die Flüchtlingswelle lässt sich, das ist mittlerweile auch unter Experten sicher, lässt sich nur noch von jemandem zuverlässig bewältigen, der auch jede Donauwelle zuverlässig bewältigen könnte. Peter Altmaier, ja. Kanzleramtsminister Peter Altmaier, wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Flüchtlingsbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Wirklich höchstpersönlich. Das ist ein schönes Schild, das kann man vielleicht in Österreich an der Grenze aufstellen, um die Flüchtlinge entweder... Kann man das mal sehen, bitte? Peter Altmaier, der neue Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung, er legt sich einfach hin und die Grenze ist dicht. Ja, aber Peter Altmaier ist natürlich ein erfahrener Politiker. Er geht mit gutem Beispiel voran zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Seit einer Woche wohnt eine syrische Großfamilie mit 15 Personen in seinem Bauchnabel. Oh, da habe ich aber auch noch. Haben Sie das gesehen, meine Damen und Herren, wenn Sie durch die Straßen gefahren sind, auf der Flucht vor Wespen? Plakatkampagne, ganz Deutschland redet darüber, bei McDonald's
wenn die Älteren von Ihnen noch kennen, bei McDonald's gibt es jetzt einen Burger mit Biofleisch. Habe ich erst mal gedacht und dann genau hingeguckt. Ein Burger mit Biofleisch. Es ist also offiziell. McDonald's behandelt sein Schlachtvieh besser als seine Angestellten. Burger mit Biofleisch bei McDonald's. Allerdings ist der Burger, das muss man dazu sagen, nicht wirklich Bio. Nur das Fleisch ist Bio. Der Rest, also die Zwiebeln, Ketchup und so alles nicht Bio, ist also eigentlich so ein bisschen geschummelter Bio-Burger. Der Bio-Burger, sagen Experten, ist so fake, er sollte zuerst McVolkswagen heißen. Was? Wir unterbrechen das laufende Programm für eine offizielle Drohung der Vereinigten Staaten von Amerika an das Autoland Deutschland. Den Bürgern der USA liegt der schonende Umgang mit der Natur am Herzen. Manipulierte deutsche Volkswagen haben mit gefälschten Abgaswerten unsere schöne amerikanische Umwelt kaputt gemacht. Es reicht. Uns Amerikanern liegt Mutter Natur am Herzen. Wir werden daher in Zukunft ausschließlich Fahrzeuge aus US-amerikanischer Produktion kaufen. Wie zum Beispiel das meistverkaufte Auto der USA im Jahr 2014. Der Ford F-150 mit knackigen 380 PS, V8-Motor und einem durchschnittlichen Verbrauch von mindestens 14 Litern. Oder der Ram Pickup mit 5,7 Liter V8 Ottomotor, 396 Pferdchen unter der Haube. Und wenn man ein bisschen aufs Gas tritt, weit, weit über 20 Liter Verbrauch. Amerikanische Autos, nicht manipuliert, der Umwelt zuliebe. Tolle Aktion. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ist das schon zu Ihnen nach Block Dick durchgedrungen? Haben Sie in Block Dick da schon von gehört? Letzte Woche hat sich im Vatikan ein katholischer Priester öffentlich geoutet und gesagt, ja, es ist wahr, es wird für Sie wie eine Überraschung klingen, aber ich bin schwul. Ich bin wahrscheinlich der erste schwule Priester in der katholischen Kirche, aber ich sag's jetzt mal öffentlich. Einen Tag später, derselbe Priester hat einen Termin beim Papst gehabt. Der Papst sagt, falsch, du bist arbeitslos. Einfach rausgeschmissen als Akt der Nächstenliebe. Und deswegen, weil es einen Weg gibt für Priester, die in sich spüren, dass sie anders sind, in der katholischen Kirche damit umzugehen. Die katholische Kirche, ist es kein Spaß, schickt schwule Priester zur Heilung in ein Kloster in den Alpen. Wirklich wahr, schwule Priester in der katholischen Kirche werden zur Heilung in ein Kloster geschickt. Pädophile Priester allerdings zur Heilung auf Jugendfreizeit. Ich bin zurückgekommen, ich bin nicht geheilt, aber ich habe mich verliebt. Schock! Schock, meine Damen und Herren, Schock! 9 von 10 Deutschen haben vergessen, das Saarland zu nennen, wenn sie alle 16 Bundesländer aufzählen müssen. 9 von 10 Deutschen vergessen, das Saarland zu nennen, wenn sie die deutschen Bundesländer aufzählen müssen. Obwohl, viele haben das Saarland eigentlich aufgezählt, nannten es allerdings Mordor. 9 von 10 Deutschen vergessen das Saarland. Liebe Franzosen, das ist die Gelegenheit, euch das Ding zurückzuholen. Hurra! Am Samstag ist es soweit, da darf einmal im Jahr der Agenturhund freimachen und die Geschäftsführung wird vom Menschen übernommen in Berliner Werbeagenturen. Dann ist der Welthundetag, die Kotbeutel hängen auf Halbmast und ich freue mich wahnsinnig, dass wir anlässlich dieses Feiertages eine tolle Band für Sie, liebe Hundefreunde, vorbereitet haben. Die Freie Radikale, featuring Hundemann! Ich bin in dem Spiel seit Jahren. Es hat mich zum Tier gemacht, so hundemüde, grad noch bis hier gebracht. Nerven blank, wie ne klaffende Wunde, also weg statt mir, lieber schlafende Hunde. Das war schon Regel numero uno, lass ihn pennen oder der Hund wird ein Cujo. Nummer 2, kein begossener Pudel, war jemals irgendwo der Boss in seinem Rudel. Drittens, gibt's leider keinen Grund, nicht mehr Gassi zu gehen mit seinem Schweinehund. Nummer 4, ist von einem anderen Stück, wer in die Küche kommt, wird in der Pfanne verrückt. Nummer 5, würdest du jetzt zu gerne wissen, es gilt nach wie vor, die Letzten werden gewissen. Aber 6, auch von Hunden, die nicht wählen, ich könnte im Grunde mal schnell noch eine Runde bestellen. Weil 7, in dem schnelllebigen Leben passt Hund auf, nicht vor dieselbigen zu gehen. Nummer 8, was ist wichtig und wofür, wer hinterm Ofen ist, jagt man nicht mehr vor die Tür. Nummer 9, das ist viel zu unterschätzt, trau keinem Hundehalter oder seinem dummen Geschwätz. Nummer 10, geht vor allem um sowieso, man kann ohne Hund leben, doch nicht ohne Loriot.
Dendemann und die Freie Radikale. Was für ein toller Applaus, meine Damen und Herren. Hashtag der Woche lautet Kampfwespe. Kampfwespe ist der... Fantastisches Publikum, wahnsinnig gut drauf heute. Zum Welthundetag, ein toller Song. Welthundetag oder wie es im Saarland heißt, Vatertag. Habe ich mir im Internet bestellt und halte ich deswegen nur in die Kamera, um die Kosten abrechnen zu können. Dieses Ding kostet 10.000 Euro. Ich reich die Quittung in Mainz beim ZDF dann ein. Ne? Alle Geräusche drauf. Man kann, pass mal auf, was man auch kann. Du wirst es nicht glauben. Puh. Ich kann ich auch. Also ein bisschen Niveau. Niveau ist. Oh, warte, Vorsicht. Wir haben was vorbereitet, was jetzt runterfällt. Achtung, spontan, aber Achtung. Achtung, Achtung jetzt! Ups. Oh, ach du Jemine, Niveauabfall in der Druckkabine. Zur Anhebung des Sendungsniveaus interpretiert nun für Sie der Neo-Magazin Royal Nerdcore den Subkulturschlager »Lass die Affen aus dem Zoo« des bekannten Offenbacher Volkslyrikers Johann Wolfgang Haftbefehl. Lass die Affen aus dem Zoo, 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 puren Zoo, lass die Affen aus dem Zoo, ho, lass die Affen aus dem Zoo, lass die Affen aus dem Zoo. Attention Aslak, Stereotyp 2, Baba Haft ist zurück, lass die Affen aus dem Zoo. Der Offenbacher Ho kommt asozial wie nie zuvor. Lucky Luciano Flo, Mafia Rap, fuck New York. Die Freiheitsstatue ist ne Hure und ich fix sie. Blanco pumpt den Beat, ich erschieß diesen Swiss Beats. Sie trinken Hennessy und denken, sie sind 50 Cent. MCs in Germany, Blasen in Michigan. Lass die Straße brennen, das ist FFM. Manhattan, Messer in dein Arsch, los werde ich mit deinen Reimketten. OF Main bleibt Ghetto, in dieser Stadt bin ich geboren. Kapitalverbrechen für Kapital-Hardcore. Drive-by mit AKs, siehst die Löcher noch am Tatort. Bleib in deinem Dorf, sonst gibt's Kugeln in deinen Kaffer. Original-Gangster wie Talians, die killen Teflon Don. Hafti Gotti zwingt Sinatra für ihn zu singen. Lass die Affen aus dem Zoo, Hurensohn. Lass die Affen aus dem Zoo, Aslak. Lass die Affen aus dem Zoo, lass die Affen aus dem Zoo. Lass die Affen aus dem Zoo, Blanco. Lass die Affen aus dem Zoo, Ho. Lass die Affen aus dem Zoo, lass die Affen aus dem Zoo, Hurensohn. Der Neo-Magazin Royal Nerdcore interpretierte für Sie den Subkulturschlager »Lass die Affen aus dem Zoo« des bekannten Offenbacher Volkslyrikers Johann Wolfgang Haftbefehl. Die Jadebuben, meine Damen und Herren. Der Hashtag der Woche, Kampf. Wespe und Sie schauen, meine Damen und Herren, diese Sendung im ZDF Neo und im ZDF nicht nur, um festzustellen, dass William Dendemann und Jan Böhmermann noch leben. Nein, Sie wollen auch immer wissen, und das ist ein Anspruch, dem wir gerne gerecht werden möchten, was zurzeit los ist in der wirbelsten Hauptstadt der Welt. Was geht ab in Berlin-Mitte? Was ist zurzeit angesagt in der deutschen Hauptstadt, in Berlin-Mitte? Herzlich willkommen im Trend-Vulkan Mitte. In diese Woche Katzen im Klo runterspülen, weil sie keine Klicks mehr bringen. Out. Laugengebäck. Kommen wir nun zum Tinder-Match der Woche. Whoop, 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 whoop. Wo hat Amor seine Pfeile hingeschossen? Da sind sie.
Fabian und Raimund. Küsst euch doch mal. Jetzt küsst, küssen, 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 küssen. Das ist Berlin. Das ist Pansexualität, das ist Metrosexualität. Ich bin sicher, dass das eben Raimund war und nicht einer von der Bild-Zeitung? Ich glaube, der eine hatte Bock. Der eine ist doch der Chefredakteur von der Bild-Zeitung gewesen. Und hier sind die Top 5 Sätze, die in Berlin-Mitte noch nie irgendjemand jemals gesagt hat. Auf Platz 5. Kaffeekultur und artgerechte Tierhaltung sind mir scheißegal, Hauptsache Wach- und Hackbraten. Auf Platz 4 der Top 5 Sätze, die in Berlin-Mitte niemand jemals gesagt hat. Ich will kein Drehbuch schreiben, dafür fehlen mir einfach die Ideen und es gibt Menschen, die das besser können als ich. Auf Platz 3 der Top 5 Sätze, die in Berlin-Mitte noch niemand jemals gesagt hat. Die Hose ist mir zu eng. Auf Platz 2, mach den Lipgloss ab und lass die Hotpants zu Hause, wenn du ins Bergheim gehst. Du bist erst 14, Friedrich. Und auf Platz 1 diese Woche der Top 5 Sätze, die in Berlin-Mitte niemand jemals gesagt hat. Ich muss zur Arbeit. Ganz kurz, bevor wir weitermachen, können Sie bitte Ihre Programme ausmachen, im Hintergrund laufen? Wir machen erst weiter, wenn Sie die Programme bitte... Hallo? Ich möchte nicht eines von vielen Programmfenstern auf Ihrem Desktop sein. Können Sie sich mal bitte konzentrieren? Meine Damen und Herren... Ja, der war für mich. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht mitbekommen haben, aber ja, ich bin ein Fernsehprominenter. Ich habe extrem viel Geld zu Hause rumliegen. Und wenn ich gerade mal nicht weiß, wohin mit meinem Geld, zum Beispiel Volkswagen-Aktien kaufen oder sonst irgendwas, dann investiere ich natürlich in Startups. Startups sind die Geldanlage des nächsten Jahrtausends. Macht Jürgen Klopp, macht auch mein lieber Freund Joko Winterscheid. Die schieben ihr ganzes Fernsehgeld in Startups. Und ich habe mir gedacht, verdammt nochmal, das mache ich auch. Ich bin ein bekanntes Gesicht, ich bin Testimonial. Ich bringe junge Leute mit einer guten Idee nach vorne. Und deswegen haben wir eine alte Neo-Magazin-Rubrik wiederbelebt. Let's go Startup. Und in dieser Woche stelle ich Ihnen ein Startup vor, bei dem ich schon mit 80% eingestiegen bin. Es handelt sich um das Unternehmen aus Berlin-Friedrichshain namens Kein Keks. Go, start up. Also, wir sind beide mit Süßigkeiten aufgewachsen. Ja, und Süßigkeiten waren halt auch immer ein sehr wichtiger Bestandteil von meiner Kindheit. Aber es gibt halt bei fast jeder Süßigkeit eine Sache, die man nicht so gern mag. Also bei der Prinzenrolle ist es zum Beispiel so, die Leute sind wirklich nicht scharf auf diesen trockenen Keks drumherum. Die wollen halt lieber an diese Füllung, an diese Schokoladencreme. Also wir sind die Katrin und die Coco und wir sind die Gründerin von Kein Keks. Wir holen aus jedem Keks nur das Beste raus. Also uns gibt's jetzt 2 Wochen und zweieinhalb Wochen und ich muss sagen, es läuft echt gut bisher. Ja, wir haben jetzt sogar 2 Mitarbeiterinnen und die helfen uns echt super hier im Laden. Ich bin Nele, ich mache gerade im Rahmen meines Bachelorstudiums ein 3-jähriges Praktikum hier bei Kein Keks und ich finde es einfach cool, was so die Mädels allein auf die Beine gestellt haben. Viele Leute wissen ja schon sehr früh, dass sie zum Beispiel was mit Menschen machen wollen. Und ich wusste halt sehr früh, du machst mal was mit Cremefüllung. Aber unsere absolute Geheimwaffe, das ist die Trish. Und die Trish, die arbeitet an unserem Verkaufsschlager, dem Toffifee. Und das Tolle an dem Produkt ist einfach, da geht nichts verloren. Gell, der eine, so wie ich zum Beispiel, der mag halt lieber die Nuss. Und ich mag halt lieber das Karamell. Nachhaltigkeit liegt uns persönlich sehr am Herzen. Und das fängt bei uns halt auch schon beim Einkauf an. Ja, wir kaufen halt ausschließlich in regionalen Supermarktketten ein. Unsere Produktpalette reicht von der Hanuta-Creme ohne Nüsse für 230 Euro, dem Schokobiskuit von der Milchschnitte für 135 Euro und den Kokosraspeln vom Raffaello für 75 Euro, je 100 Gramm. Also von unseren Produkten mag ich halt sehr gerne dieses Orangengelee, die Kakaocreme, die Kokosraspel, die Kokoscreme, die Nougatcreme. Ich mag ja, die Schokoladenfüllung. Mein Favorit ist die Nuss. Die mag ich eigentlich auch ganz gern. Ja, und jetzt seid ihr gefragt, bitte unterstützt uns. Damit auch ihr bald keine Nüsse mehr habt. Aber ich mag doch die Nuss.
kein Keks. Ein Top-Startup. Sollten Sie unterstützen, gehen Sie mal auf die Website www.letsgostartup.de. Meine Damen und Herren, unser heutiger Gast ist ein fantastischer Musiker. Seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs, mit Tomte aber auch solo. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf und vieles, vieles mehr. 7. März, fantastische Musik. Er ist jetzt unter die Buchautoren gegangen. Ich habe gehört, da soll man ganz gut Geld verdienen. Das ist sein Erstlingswerk. Sophia, der Tod und ich. Begrüßen Sie bitte mit mir Tees Keks Uhlmann. Ganz frisch erschien ein Hardcover-Buch, Sophia, der Tod und ich. Hardcover, da habe ich mir sagen lassen, das schreibt man oder bekommt man vom Verlag, wenn der Verlag denkt, das könnte ein Bestseller werden. Das weiß ich alles nicht. Das ist ja mein erstes Buch. Ich habe das ganz jungfräulich geschrieben und sowas. Aber ich weiß, dass Patti Smith ist beim gleichen Verlag wie ich. Und die hat sich so über dieses Fähnchen gefreut, das ich auch habe. Der Erstlingsroman ist ja immer ein autobiografischer. Was steckt von dir da drin? Es geht, glaube ich, um einen Mann, der nur noch 2 Tage zu leben hat. Ist aber nichts, womit du dich irgendwie... Ich hoffe nicht, ne? Aber es steckt was von dir persönlich drin. Ach, also eigentlich gar nicht so viel, ne? Also bei der Musik ist das schon viel doller, dass man wirklich da über seinen eigenen Kram nachdenkt und daraus dann Songs macht. Meine Sucht nach Norddeutschland, daraus wird dann zum Leichen und... Warum links lächelst du? Nee, Sucht ist Sehnsucht vor allen Dingen. Sehnsucht, ja. Sucht, Kater nach Norddeutschland. Und daraus wird dann zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse in den Fluss. Aber hier habe ich einfach so mal so Gast gegeben und nicht viel von mir genommen. Ich habe mir 2 Frauen ausgedacht, eine ganz tolle Ex-Freundin. Habe ich wirklich. Ich habe einen Journalisten getroffen, der hat gesagt, ich habe mich so in die Sophia verliebt. Habe ich gesagt, ich auch. Sehnsucht nach Norddeutschland, du wohnst in Berlin-Kreuzberg. Es wäre doch für dich technisch relativ einfach, mit einem Bahnticket umzuziehen und diese Sehnsucht endgültig. Ich meine, ist ja jetzt nicht Eritrea oder Syrien, diese Sehnsuchtsorte unserer Zeit, sondern das ist Norddeutschland. Du kannst da jederzeit hin, wenn du möchtest. Ja, aber ich habe ja eine kleine Lütte auch in Kreuzberg und sowas. Und dann, genau. Und da muss man sich selbst nicht so wichtig nehmen und seine Sehnsucht mal hinten anstellen. Eine 8-jährige Tochter. Ist das immer noch aktuell Eiskönigin? Disney-Film, die Eiskönigin? Oder lässt du deinen... Let it go. Lass jetzt los. Willst du einen Schneemann bauen? Oder was anderes? Und in Berlin-Kreuzberg machen die Leute normalerweise was anderes, wenn sie sagen, wollen wir einen Schneemann bauen. Ja. Deine Tochter wächst mit Disney-Filmen auf. Ist das in Berlin-Kreuzberg überhaupt zulässig gesetzlich? Die Tochter von meinem Kumpel Foto Ingo aus Wien und sowas, die ist halt 4,5, kann kein Wort Englisch und singt das halt auf Englisch. Let go. Es ja mal eine Terror. So habe ich 10 Jahre lang I've been looking for freedom gesungen. I've been looking for freedom. Meine Damen und Herren, Tees Uhlmann, das ist er. Ach was. Da traut sich der feine Herr Indie-Star Tees Uhlmann doch tatsächlich auf den shiny Floor unseres massenkompatiblen Mainstream-Studios. Psst, Ulo, pass bloß auf, dass dich unser grelles Scheinwerferlicht und dieser unrockbare Musical-Moderator nicht auf die dunkle Seite der Macht ziehen. Next Stop Stadel Show. Also sag hinterher nicht, dein alter Muckerkumpel Willi Cohn hätte dich nicht gewarnt. Tees Uhlmann. Born to Run 1974 in Hemmoor brach der letzte Indianer unserer Zeit sein Lehramtsstudium ab, um unter dem Pseudonym Markus Wiebusch mit einer Band namens Catcar durchzustarten. Der leidgeprüfte Pauli-Fan zog 2011 zum Leichen und Sterben den Bundesvision Song Contest hinauf und teilt sich darüber hinaus mit Madonna und Sabine Heinrich das Sorgerecht für eine Zahnlücke. Neben seinen Songs ist Uhlmann vor allem für seine originellen Albumnamen bekannt und seinen bisher größten Charterfolg erzielte Tees an der Seite politischer Liedermacher wie Campino und Jan-Josef Liefers. Ihr gemeinsamer Song In der Weihnachtsbäckerei geriet völlig zu Unrecht in die Kritik von herzlosen Kleingeistern. Nebenbei ist der Hoteldirektor des Grand Hotel van Cleef auch noch Buchautor. In seinem Debütroman Sophia, der Tod und ich geht es, unserer Recherche nach, um eine Frau namens Sophia, den Tod und Tees Uhlmann. Klatschen Sie forte fortissimo für Tees Uhlmann.
gehst mit deinem Buch jetzt auf Lesetour. Das ist wahrscheinlich was anderes, als sich vorzubereiten auf eine Musikangelegenheit. Besser oder schlechter? Schlechter, nein. Nein, das ist, irgendwie ist das geil, sonst hatte ich ja immer so ein Holzding da vor dem Bauch hängen und sowas und da hat man so eine kleine Abgrenzung, dann diese olle Lederjacke noch und sowas und jetzt hänge ich da einfach nur rum mit dem Buch, was ich geschrieben habe. Das ist halt irgendwie so doller. Die Leute sitzen einem ja sofort da vorne und sowas und wenn man sich verliest, lachen die Leute. Ich finde es ein bisschen radikaler und, vor allen Dingen ist es halt jungfräulich und ich mache es zum ersten Mal und deswegen finde ich es geil. Bist du ein guter Vorleser? Naja, wir sind ja geschult, ne? Also Kinder ins Bett zu lesen und sowas, da lernt man halt einfach wahnsinnig viel. Ja, aber es gibt viele Autoren, die können fantastisch schreiben, aber wenn es dann auf Bühnentour geht, habe ich schon einige, also ohne dich jetzt da einzuschließen, ja. Aber gibt schon einige, wo man dann denkt, oh Gott, vielleicht wäre Schreiben doch besser gewesen. Nur und nein, ich lesen kann ganz gut lesen. Ja. Alle Buchstaben von oben bis unten. Ja. Thees, wir haben ein tolles Spiel vorbereitet und ich will gar nicht so viel zu der Geschichte. Doch, ich muss ganz kurz erzählen, warum. Wir haben im Internet gesurft und einer unserer Kollegen hat uns einen neuen Fetisch aus Amerika gezeigt. Und zwar gibt es diesen Fetisch wirklich. Es handelt sich um Frauen, die Luftballons aufblasen und diese Luftballons dann zum Platzen bringen. Und es gibt Menschen, die das sexuell erregend finden. Und wir haben das nachvollziehen können, weil es ist wirklich extreme Spannung, weil du weißt nicht, wann platzt das Ding. Und es ist wirklich so, dass man... Ist da einer geplatzt gerade im Hintergrund? Das ist wirklich so, dass die Luftballons, die Videos werden abgeschnitten, bevor der Luftballon platzt. Und wenn die das Platzen sehen wollen, müssen sie bezahlen. Ganz verstehen. Das Spiel heißt folgendermaßen. Der Neo-Magazin Royal. Ba-la-la-la-la-long. Ba-la-la-la-la-long-long-le-long-long-long. Ooh yeah. Und das ist das Spiel, meine Damen und Herren, der Neo-Magazin Royal Ba-la-la-la-la-long. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir pusten abwechselnd in diesen Ballon. Und bei wem der Ballon platzt, der hat verloren. Ganz einfach. Für Sie eine Gelegenheit, mal die Hose zu öffnen, was Neues auszuprobieren. Und für uns die Gelegenheit, uns bei einem netten Spiel zu unterhalten. Ja, geil. Magst du als Gast anfangen? Einfach reinpusten, so doll du kannst. Und so sinnlich reinpusten? Also, oder wie du möchtest, was du mit den Zuschauern daheim machen möchtest. Du kannst ganz neue Seiten an dir entwickeln. Kannst du auch lange reinpusten, wie du möchtest. Das wird Stunden dauern. Man kann so lange pusten, wie man möchte, ne? Es gibt schon die Ersten, die jetzt wahrscheinlich anfangen, irgendwelche Memes zu basteln und meinen Mund dann irgendwie... Bei wem er platzt, der hat verloren, ist klar, ne? Wir haben übrigens Reißzwecken reingemacht und kleine Handgranaten. Oh, Sicher, dass das ein Ballon ist und kein so ein AOK-Sitzball? Das ist echt ganz schön. Ich stelle mich jetzt auch mal näher. Nee, das ist wirklich ganz schön. Jetzt wird es echt gefährlich. Das ist überhaupt nicht. In der Probe ist übrigens eine Mitarbeiterin gestorben. Ernsthaft. Ach, hier hast du einen Job frei? Wieso? Läuft sich so mit dem... Nein, das ist nur, weil Buchschreiben ist ja ganz viel alleine sein, per Definition. Und ich würde mich so freuen, eine Firma zu haben, in die ich reingehen kann morgens und so Mittagspause und so soziale Konzepte und sowas. Wenn du das morgen überhaupt noch erlebst, mein Lieber. Dann ist in meiner Band ein Job frei. Thees. Thees! Ja. Hey, ich hab jetzt viermal. Ja, vier, okay. Nee. Ich hab verloren. Oh, mit Zeitlupe, das gibt's ja nicht. Oh. Meine Damen und Herren, ich gebe mich geschlagen als Verlierer beim Neo-Magazin Ba-la-la-la-la-long, Ba-la-la-la-la-long-long-long-long. Sophia, der Tod und ich, der Bestseller von Thees Ullmann. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bis bald. Thees Ullmann. Nächste Woche zu Gast Arnim und Thorsten von den Beatsteaks. Bis dann. Tschüss. Dendemann und die Freie Radikale. Ich habe alles volles. Ha 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 ha!
Danke, Digger. Das war mit Abstand die längste halbe Stunde meines Lebens. Ich zähle lieber die Knubbel an einer Raufasertapete, als dem Böhmermann nur noch eine einzige Minute länger dabei zuzusehen, wie er sich in der Rapper-Szene zur Fame-Bitch hochbückt. 1 von 5 Sternen bei People, du Aslak. Und Sie, vergessen bitte nicht, meine Petition raus mit Jan Böhmermann aus meinem Rundfunkbeitrag zu unterzeichnen. Kloster geschickt, pädophile Priester allerdings zur Heilung auf Jugendfreizeit. Ja. Ich bin zurückgekommen, ich bin nicht geheilt, aber ich habe mich verliebt. Schock! Schock, meine Damen und Herren, Schock! 9 von 10 Deutschen haben vergessen, das Saarland zu nennen, wenn sie alle 16 Bundesländer aufzählen müssen. 9 von 10 Deutschen vergessen, das Saarland zu nennen, wenn sie die deutschen Bundesländer aufzählen müssen. Obwohl, viele haben das Saarland eigentlich aufgezählt, nannten es allerdings Mordor. 9 von 10 Deutschen vergessen das Saarland. Liebe Franzosen, das ist die Gelegenheit, euch das Ding zurückzuholen. Hurra! Am Samstag ist es soweit. Da darf einmal im Jahr der Agenturhund freimachen und die Geschäftsführung wird vom Menschen übernommen in Berliner Werbeagenturen. Dann ist der Welthundetag. Die Kotbeutel hängen auf Halbmast. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir anlässlich dieses Feiertages eine tolle Band für Sie, liebe Hundefreunde, vorbereitet haben. Die Freie Radikale, featuring Hundemann! Ich bin in dem Spiel seit Jahren. Es hat mich zum Tier gemacht, so hundemüde, grad noch bis hier gebracht. Nervenblank wie eine klaffende Wunde, also weg stand mir, lieber schlafende Hunde. Das war schon Regel numero uno, lass ihn pennen oder der Hund wird ein Cujo. Nummer 2, kein begossener Pudel, war jemals irgendwo der Boss in seinem Rudel. Drittens, gibt's leider keinen Grund, nicht mehr Gassi zu gehen mit seinem Schweinehund. Nummer 4. Ist von einem anderen Stück, wer in die Küche kommt, wird in der Pfanne verrückt. Nummer 5, würdest du jetzt zu gerne wissen, es gilt nach wie vor, die Letzten werden gewissen. Aber 6, auch von Hunden, die nicht wählen, ich könnte im Grunde mal schnell noch eine Runde bestellen. Weil 7, in dem schnelllebigen Leben passt Hund auf, nicht vor dieselbigen zu gehen. Nummer 8, was ist wichtig und wofür, wer hinterm Ofen ist, jagt man nicht mehr vor die Tür. Nummer 9, das ist viel zu unterschätzt, trau keinem Hundehalter oder seinem dummen Geschwätz. Nummer 10, geht vor allem um sowieso, man kann ohne Hund leben, doch nicht ohne Loriot. Dendemann und die Freie Radikale, was für ein toller Applaus, meine Damen und Herren. Hashtag der Woche lautet Kampfwespe. Kampfwespe ist der... Wirklich passiert hier bei uns im Team. Wir haben viele weibliche Mitarbeiter, selbst teilweise Männer bei uns sind eigentlich weiblich. Wir haben 80% Frauenquote im Neo Magazin Royal Team. Und wir sind natürlich um die Sicherheit unserer weiblichen Mitarbeiter bemüht. Und auf dem Rückweg von der Arbeit einer Mitarbeiterin in dieser Woche wirklich passiert. Sie geht hier die Rape Avenue in Köln-Ehrenfeld zur Bushaltestelle. Sie läuft da lang und auf einmal, sie guckt in den Busch und summt. Und ich denke, da ist doch jemand, da verfolgt mich doch jemand, da ist doch jemand hinter mir her. Und tatsächlich wird unsere Mitarbeiterin überfallen von einer ums Überleben kämpfenden Wespe. Sie wird überfallen und gestochen, in den Bauch gestochen. Können wir, ist die Mitarbeiterin, sie wurde in den, da, in den Bauch reingestochen, ist richtig dick geworden, immer noch geschwollen der Bauch. Unglaublich. Und um ein bisschen Awareness zu schaffen für das Thema Wespenplage in Deutschland. Meine Meinung, ganz ehrlich, Wespen raus aus Deutschland. Raus mit Wespen. Raus mit Wespen aus Deutschland. Obwohl, ich mag es ganz gern, wenn sich Wespen küssen. Hashtag der Woche. Der Hashtag der Woche lautet Kampfwespe. Kampfwespe ist der Hashtag der Woche. Und meine Damen und Herren, das zweite große Problem, mit dem wir als Volk, als Nation, als Zentrum von Europa dieser Tage zu kämpfen haben die Flüchtlingswelle. 1,5 Millionen Flüchtlinge werden in Deutschland erwartet in diesem Jahr. Die Flüchtlingswelle lässt sich, das ist mittlerweile auch unter Experten sicher, lässt sich nur noch von jemandem zuverlässig bewältigen, der auch jede Donauwelle zuverlässig bewältigen könnte. Peter Altmaier, ja. Kanzleramtsminister Peter Altmaier, wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Flüchtlingsbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Wirklich höchstpersönlich. Oh.
ist ein schönes Schild, das kann man vielleicht in Österreich an der Grenze aufstellen, um die Flüchtlinge entweder... kann man das mal sehen, bitte? Peter Altmaier, der neue Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung, er legt sich einfach hin und die Grenze ist dicht. Ja, aber Peter Altmaier ist natürlich ein erfahrener Politiker. Er geht mit gutem Beispiel voran zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Seit einer Woche wohnt eine syrische Großfamilie mit 15 Personen in seinem Bauchnabel. Oh, da habe ich aber auch noch. Haben Sie das gesehen, meine Damen und Herren, wenn Sie durch die Straßen gefahren sind, auf der Flucht vor Wespen? Plakatkampagne, ganz Deutschland redet darüber, bei McDonald's. Wenn die Älteren von Ihnen noch kennen, bei McDonald's gibt es jetzt einen Burger mit Biofleisch. Habe ich erst mal gedacht und dann genau hingeguckt. Ein Burger mit Biofleisch. Es ist also offiziell. McDonald's behandelt sein Schlachtvieh besser als seine Angestellten. Burger mit Biofleisch bei McDonald's. Allerdings ist der Burger, das muss man dazu sagen, nicht wirklich Bio. Nur das Fleisch ist Bio. Der Rest, also die Zwiebeln, Ketchup und so, alles nicht Bio, ist also eigentlich so ein bisschen geschummelter Bio-Burger. Der Bio-Burger, sagen Experten, ist so fake, er sollte zuerst McVolkswagen heißen. Was? Wir unterbrechen das laufende Programm für eine offizielle Drohung der Vereinigten Staaten von Amerika an das Autoland Deutschland. Den Bürgern der USA liegt der schonende Umgang mit der Natur am Herzen. Manipulierte deutsche Volkswagen haben mit gefälschten Abgaswerten unsere schöne amerikanische Umwelt kaputt gemacht. Es reicht. Uns Amerikanern liegt Mutter Natur am Herzen. Wir werden daher in Zukunft ausschließlich Fahrzeuge aus US-amerikanischer Produktion kaufen. Wie zum Beispiel das meistverkaufte Auto der USA im Jahr 2014. Der Ford F-150 mit knackigen 380 PS, V8-Motor und einem durchschnittlichen Verbrauch von mindestens 14 Litern. Oder der Ram Pickup mit 5,7 Liter V8 Ottomotor, 396 Pferdchen unter der Haube. Und wenn man ein bisschen aufs Gas tritt, weit, weit über 20 Liter Verbrauch. Amerikanische Autos, nicht manipuliert, der Umwelt zuliebe. Tolle Aktion. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ist das schon zu Ihnen nach Block Dick durchgedrungen? Haben Sie in Block Dick da schon von gehört? Letzte Woche hat sich im Vatikan ein katholischer Priester öffentlich geoutet und gesagt, ja, es ist wahr, es wird für Sie wie eine Überraschung klingen, aber ich bin schwul. Ich bin wahrscheinlich der erste schwule Priester in der katholischen Kirche, aber ich sag's jetzt mal öffentlich. Einen Tag später, derselbe Priester hat einen Termin beim Papst gehabt. Der Papst sagt, falsch, du bist arbeitslos. Einfach rausgeschmissen als Akt der Nächstenliebe. Und deswegen, weil es einen Weg gibt für Priester, die in sich spüren, dass sie anders sind, in der katholischen Kirche damit umzugehen. Die katholische Kirche, ist es kein Spaß, schickt schwule Priester zur Heilung in ein Kloster in den Alpen. Wirklich wahr, schwule Priester in der katholischen Kirche werden zur Heilung in ein Kloster. Hallo und herzlich willkommen zur einzig wirklich multitaskingfähigen Sendung im deutschen Fernsehen. Die einzige Show, die gleichzeitig sexistisch, rassistisch und ableistisch innerhalb von nur 30 Minuten und dabei so unterhaltsam und informativ sein kann wie ein Markus Söder-Interview. Liebe Berufsempörer, spitzen Sie Ihre Tweetfinger, stellen Sie Ihre Dislike-Buttons auf Autofeuer und kommentieren Sie die Welt zu einem besseren Ort, während sich der pansexuelle Anorektiker Jan Böhmermann wieder von einem Fettnäpfchen ins nächste moderiert. Viel Vergnügen beim Neo-Magazin Royal. Kick it! Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 24. Das Leben ist kein Internet. Mein Name ist William Cohn. Heute zu Gast Thees Ullmann. Musik, Dendemann und die Freie Radikale. Und das
deutschen Fernsehen. Heute zu Gast ein fantastischer Indie-Musiker, bekannt geworden unter anderem mit Tomte, aber auch solo unterwegs, seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Jetzt unter die Buchautoren gegangen. Heute zu Gast Thees Ullmann hier. Oh mein Gott. Meine Damen und Herren, Ihnen wird das aufgefallen sein. So langsam fallen die Flüchtlinge von den Bäumen. Es wird Herbst in Deutschland. Der Spätnebel, er zieht langsam auf. Und wenn der Herbst kommt, dann ist es an der Zeit, Tschüss zu sagen zu den Plagegeistern des Sommers. Es ist wirklich wahr, immer wenn es kalt wird, sterben sie. Wespen, ein Riesenproblem. In dieser Woche, fantastisches Publikum, wahnsinnig gut drauf heute. Zum Welthundetag, ein toller Song. Welthundetag oder wie es im Saarland heißt, Vatertag. Habe ich mir im Internet bestellt und halte ich deswegen nur in die Kamera, um die Kosten abrechnen zu können. Dieses Ding kostet 10.000 Euro. Ich reich die Quittung in Mainz beim ZDF dann ein. Ne? Alle Geräusche drauf. Man kann, pass mal auf, was man auch kann. Du wirst es nicht glauben. Puh. Kann ich auch. Also ein bisschen Niveau. Niveau ist. Oh, warte, Vorsicht. Wir haben was vorbereitet, was jetzt runterfällt. Achtung, spontan, aber Achtung. Achtung, Achtung jetzt. Ups. Oh, ach du Jemine, Niveauabfall in der Druckkabine. Zur Anhebung des Sendungsniveaus interpretiert nun für Sie der Neo-Magazin Royal Nerdcore den Subkulturschlager »Lass die Affen aus dem Zoo« des bekannten Offenbacher Volkslyrikers Johann Wolfgang Haftbefehl. Lass die Affen aus dem Zoo, lass die Affen aus dem Zoo. Lass die Affen aus dem Zoo, lass die Affen aus dem Zoo. Lass die Affen aus dem Zoo, puren Zoo, lass die Affen aus dem Zoo. Ho! Lass die Affen aus dem Zoo, lass die Affen aus dem Zoo. Attention Aslak, Stereotyp 2, Baba Haft ist zurück, lass die Affen aus dem Zoo. Der Offenbacher Ho kommt asozial wie nie zuvor. Lucky Luciano Flo, Mafia Rap, fuck New York. Die Freiheitsstatue ist ne Hure und ich fix sie. Blanco pumpt den Beat, ich erschieß diesen Swiss Beats. Sie trinken Hennessy und denken, sie sind 50 Cent. MCs in Germany, Blasen in Michigan. Lass die Straße brennen, das ist FFM. Manhattan, Messer in dein Arsch, los werde ich mit deinen Reimketten. OF Main bleibt Ghetto, in dieser Stadt bin ich geboren. Kapitalverbrechen für Kapital Hardcore.